Ich grüße Sie auf meinem Kanal. Heute werde ich Ihnen Bluetooth-USB-Dongles vorstellen. Ich gehe auf die Eigenschaften der einzelnen Modelle ein und zeige Ihre Vor- und Nachteile auf. Es wird interessant sein. Los geht's! Der Bluetooth-Adapter CM656 von Ugreen ist ein kompaktes und effizientes Gerät, das Bluetooth-Funktionen zu PCs hinzufügt. Es unterstützt Bluetooth 5.3, was eine verbesserte Konnektivität und schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten ermöglicht. Dieses Modell ist besonders nützlich für diejenigen, die eine drahtlose Verbindung zwischen ihrem Computer und Bluetooth-Geräten wie Kopfhörern, Lautsprechern, Druckern, Tastaturen oder Mäusen herstellen möchten. Einer der Hauptvorteile dieses Adapters ist seine einfache Plug-and-Play-Installation, die keine zusätzlichen Treiber erfordert. Das Gerät ist kompatibel mit verschiedenen Windows-Versionen, was seine Flexibilität unterstreicht. Einige Nutzer haben jedoch Schwierigkeiten bei der Einrichtung und Verbindung berichtet, was auf eine mögliche Herausforderung bei der Nutzung hinweist. Trotz dieser gelegentlichen Hindernisse bietet der Adapter in der Regel eine stabile und zuverlässige Bluetooth-Verbindung für eine Vielzahl von Geräten. Sie möchten den Preis dieses Modells erfahren oder Kundenrezensionen lesen? Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit der Suche. Schauen Sie stattdessen in die Beschreibung dieses Videos. Ich habe Amazon-Links für jedes Modell in meiner Auswahl hinzugefügt. Dort werden Sie alles finden, was Sie interessiert. Der Creative BTW5 ist ein kompakter und leistungsstarker Bluetooth-Audiotransmitter, der mit den neuesten Bluetooth 5.3-Technologie ausgestattet ist. Dieses Gerät eignet sich hervorragend für die drahtlose Audioübertragung in hoher Qualität. Besonders beeindruckend ist die Unterstützung verschiedener Audio-Codecs wie aptX Adaptive, aptX HD, aptX und SBC, was eine flexible und qualitativ hochwertige Audioübertragung ermöglicht. Mit einer Betriebsreichweite von bis zu 50 Metern bietet der Transmitter eine zuverlässige Verbindung auch über größere Distanzen hinweg. Der BTW5 ist extrem leicht und kompakt, was ihn ideal für den mobilen Einsatz macht. Die einfache Plug-and-Play-Installation über einen USB-C-Anschluss erleichtert die Inbetriebnahme. Zudem ist das Gerät mit verschiedenen Systemen wie Windows, Mac und verschiedenen Spielkonsolen kompatibel, was seine Vielseitigkeit unterstreicht. Eine besondere Funktion ist der HFP-Modus, Hands-Free Profile, der es ermöglicht, das Gerät für Voice-Chats zu nutzen, wobei hochwertige Audio-Streaming-Funktionen von A2DP-Bluetooth-Codecs in diesem Modus nicht verfügbar sind. Darüber hinaus ermöglicht die Creative-App die Anpassung verschiedener Audioeinstellungen und die Optimierung der Produktleistung. Obwohl der BTW5 in der Regel eine zuverlässige Leistung bietet, sollten Nutzer beachten, dass die tatsächliche Qualität der Audioübertragung von den spezifischen Bluetooth-Fähigkeiten der angeschlossenen Geräte abhängt. Insgesamt bietet der Creative BTW5 eine beeindruckende Kombination aus Leistung, Portabilität und Benutzerfreundlichkeit für verschiedene Audioübertragungsbedürfnisse. Setze ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Teilen Sie Ihre Meinung mit und stellen Sie Fragen in den Kommentaren. Dieser kleine Bluetooth-Adapter ist ein wahres Wunder der Technik. Mit seinem winzigen Format ist er kaum größer als ein USB-Stecker und fällt am Laptop oder PC kaum auf. Trotz seiner Größe liefert das Gerät eine hervorragende Leistung und ist besonders für Nutzer interessant, die eine unauffällige, aber leistungsstarke Bluetooth-Lösung suchen. Der Adapter nutzt die neueste Bluetooth 5.0-Technologie, was bedeutet, dass er nicht nur schneller ist als sein Vorgängermodell, sondern auch eine größere Reichweite hat. Ideal für das Streaming von Musik oder die Übertragung von Dateien, ohne dass man sich Sorgen um Verbindungsabbrüche machen muss. Besonders praktisch finde ich, dass er mit nahezu allen Bluetooth-Versionen kompatibel ist, sodass man sich keine Gedanken über die Kompatibilität mit älteren Geräten machen muss. Ein kleiner Nachteil, der in einigen Nutzerbewertungen erwähnt wird, ist die Tatsache, dass für Windows 7 Benutzer ein Treiber heruntergeladen und installiert werden muss. Dies ist zwar kein großer Aufwand, kann aber für einige Nutzer, die eine sofortige Plug-and-Play-Lösung erwarten, ein Hindernis darstellen. Insgesamt ist der TP-Link UB500 eine ausgezeichnete Wahl für jeden, der seinen PC oder Laptop mit einer schnellen, zuverlässigen Bluetooth-Verbindung ausstatten möchte, ohne dabei auf Ästhetik oder Platz zu verzichten. Ideal für Musikliebhaber, die gerne ihre Bluetooth-Kopfhörer nutzen oder für diejenigen, die verschiedene Bluetooth-Geräte gleichzeitig verbinden möchten. Dieser Bluetooth-Adapter ist ein kleines, aber leistungsstarkes Gerät, das jeden Computer im Handumdrehen mit der neuesten Bluetooth 5.0-Technologie ausstattet. Besonders hervorzuheben ist die beeindruckende Reichweite von bis zu 40 Metern im Bluetooth Low Energy Modus, was in meinem Alltag sehr nützlich ist. Egal, ob ich im Büro bin und Dateien von einem Gerät zum anderen übertragen muss oder zu Hause Musik über Bluetooth-Kopfhörer höre, die stabile und weitreichende Verbindung hat mich überzeugt. Die Datenübertragungsraten sind ebenfalls beeindruckend, mit bis zu 3 MB pro Sekunde für klassisches Bluetooth und 2 MB pro Sekunde für Bluetooth Low Energy.
Dies bedeutet, dass Dateiübertragungen schnell und effizient ablaufen, ohne lästige Wartezeiten. Ein weiterer Pluspunkt dieses Adapters ist seine Rückwärtskompatibilität mit älteren Bluetooth-Versionen, was bedeutet, dass ich problemlos eine Vielzahl von Geräten anschließen kann, ohne mir Gedanken über Kompatibilitätsprobleme machen zu müssen. Allerdings gibt es einen kleinen Haken. Die Installation kann für einige Benutzer, insbesondere für diejenigen, die nicht so technisch versiert sind, etwas umständlich sein. Trotz dieser kleinen Hürde ist der Asus USB-BT500 ein zuverlässiges und leistungsstarkes Gerät, das für die meisten Anwender eine ausgezeichnete Wahl darstellt. Der Ugreen CM591 ist ein benutzerfreundliches Gerät, das durch seine einfache Plug-and-Play-Installation besticht. Mit Bluetooth 5.3 bietet es eine stabile und schnelle Verbindung und ist in der Lage, bis zu 7 Geräte gleichzeitig zu verbinden. Dies macht es ideal für Anwender, die mehrere Bluetooth-fähige Geräte wie Tastaturen, Mäuse, Drucker oder Kopfhörer mit ihrem PC verbinden möchten. Seine Kompaktheit und das leichte Design machen es zu einer unauffälligen Ergänzung für jeden Arbeitsplatz, ohne viel Platz in Anspruch zu nehmen. Die Unterstützung verschiedener Windows-Versionen erhöht seine Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Es sollte jedoch beachtet werden, dass einige Nutzer Probleme bei der Einrichtung und Verbindung hatten. Diese Herausforderungen können in einigen Fällen durch einfache Schritte zur Fehlerbehebung, wie das Neustarten des PCs oder die direkte Verbindung des Adapters mit einem USB 2.0-Anschluss des Computers gelöst werden. Trotz dieser gelegentlichen Schwierigkeiten bietet der Adapter in der Regel eine zuverlässige Leistung und eine hohe Klangqualität für eine Vielzahl von Bluetooth-Geräten. Der Sennheiser BTD 600 Bluetooth-Adapter bietet eine einfache und effiziente Möglichkeit, Bluetooth-Kopfhörer mit einem PC oder Mac zu verbinden. Als ein von Sennheiser entwickelter Bluetooth-Dongle ermöglicht dieser Adapter die optimale Nutzung des Potenzials von Bluetooth-fähigen Produkten. Mit der Bluetooth-Version 5.2, die eine Klasse 1 Kompatibilität bietet, garantiert dieser Adapter eine verlässliche und leistungsstarke Verbindung. Die Unterstützung verschiedener Profile wie HFP, A2DP und AVRCP und HID sowie eine Reichweite von bis zu 10 Metern machen dieses Gerät vielseitig einsetzbar, sei es für Musik, Videos oder Telefonate. Die integrierte aptX-Technologie inklusive aptX Adaptive Audio und aptX Low Latency sorgt für hochqualitative Audioübertragungen und eine minimale Verzögerung, was besonders bei der Synchronisation von Bild und Ton wichtig ist. Ein weiteres Highlight ist die einfache Handhabung des Adapters. Nach einmaligem Koppeln mit einem Gerät ist keine erneute Verbindung notwendig, selbst beim Wechsel zwischen verschiedenen PCs oder Macs. Der Adapter ist zudem kompakt und leicht, wodurch er bequem transportiert werden kann. Trotz seiner vielen Vorteile fehlen spezifische Informationen über eventuelle Mängel in Nutzerbewertungen, was für eine umfassende Bewertung hilfreich wäre. Dennoch ist der Dongle eine hervorragende Wahl für Nutzer, die eine zuverlässige, hochqualitative Bluetooth-Verbindung suchen. Der Poly BT700 ist ein vielseitiger Bluetooth-Adapter, der modernste Bluetooth 5.1-Technologie bietet. Dieses kleine, aber leistungsstarke Gerät ermöglicht eine schnelle und einfache Verbindung zwischen einem PC oder Mac und kompatiblen Poly-Headsets. Besonders beeindruckend finde ich die beachtliche Reichweite von bis zu 50 Metern, die eine große Bewegungsfreiheit bietet. Die Unterstützung verschiedener Bluetooth-Profile wie A2DP, AVRCP und HSP macht den Adapter sehr vielseitig, sodass man ihn sowohl für hochwertige Audioübertragungen als auch für Headset-Kommunikation verwenden kann. Außerdem ist er in zwei Versionen erhältlich, USB-A und USB-C, was bedeutet, dass er mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel ist. Ein besonderes Feature sind die mehrfarbigen LEDs, die den Status anzeigen und eine intuitive Bedienung ermöglichen. Dies macht den Adapter besonders benutzerfreundlich. Zudem ist er klein genug, um dauerhaft im Computer eingesteckt zu bleiben, was die ständige Bereitschaft für eine Verbindung gewährleistet. Ein möglicher Nachteil könnte sein, dass der Dongle spezielle Poly-Software benötigt, um den Pairing-Modus zu aktivieren. Dies könnte für einige Benutzer ein zusätzlicher Schritt sein, aber insgesamt bietet der Adapter eine hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit für jene, die eine hochwertige Bluetooth-Verbindung suchen. Und hier kommen wir zum letzten Teil der Bewertung. Vergessen Sie nicht, dass Sie in der Beschreibung unter diesem Video Links zu allen Modellen aus meiner Bewertung finden. Wenn Sie diesen Videobericht nützlich fanden, unterstützen Sie mich bitte mit einem Like. Ihre Kommentare helfen, den Inhalt noch besser zu machen, also zögern Sie nicht, Ihre Gedanken mit mir zu teilen. Und natürlich solltest du meinen Kanal abonnieren, damit du keine neuen Folgen verpasst. Bis bald!